Breaking News. Wie soll sie es ihm mitteilen? Wie sagt man es einem wie ihm, der sich mit kindlicher Begeisterung aus dem Holzboot lehnt, der ausgelassen mit der Hand aufs Wasser patscht und dabei Geräusche macht, wie die Affen, die rechts und links des Flusses die Bäume hinauf und hinunter klettern? Sie blickt ihn an, forschend. Nein, er ahnt nichts von der großen Veränderung, die sich in ihrer beider Leben anbahnt. Dass sie schweigsamer ist als sonst, schiebt er vermutlich auf die frittierten Teigtaschen, die wie Steine in ihrem Magen liegen, während sie ihrem Freund zusätzliche Energie verleihen. Dabei gibt es um sie herum so viele Hinweise auf das, was sich in ihr bereit macht. Ein wahres Festival des Lebens. Zu Hause freut sie sich ja schon, wenn mal ein Reh aus der Deckung des Waldes tritt und zieht die Stirn in Falten, wenn ein Fuchs einer Siedlung nahe kommt. Hier aber, in diesem Sumpfsystem, purzelt und stürzt alles durcheinander. Wohin man sieht, blickt das Leben tausendfach zurück. Ein verrückter, durch die feuchtheiße Luft angestachelter Tanz der Arten. Wenn ihr Reiseführer, ein stämmiger Kerl mit gütigem Gesicht, der fürstengleich vorne im Boot thront, in die Hände klatscht, stieben Dutzende, nein, Hunderte, nein, Tausende Vögel in alle Richtungen davon. In sandigen Buchten dösen Kaimane scheinbar friedlich neben Wasserschweinen. Fische glitzern unter der Wasseroberfläche und ab und an hebt sich der Rücken eines Delfins aus dem Fluss. Vom ersten Augenblick an hatte sie resigniert angesichts der überbordenden Fülle ringsumher. Als ihr Reiseführer am ersten Abend eine Fledermaus fing, die er ihnen lachend präsentierte, hatte sie die noch begeistert fotografiert. Sie hatte eine Gottesanbeterin gestreichelt und war sogar ruhig geblieben, als ein Skorpion unter ihrer Hängematte hindurchgekrabbelt war. Selbst vor der Wasserkakerlake, die auch ihr Reiseführer mit äußerster Vorsicht behandelte, hatte sie sich nicht geekelt. Jetzt aber kommt es ihr vor, als habe ein Riese sie in eine Schüssel voller Insekten, Fische, Vögel und Reptilien geworfen. Wie soll sie da je wieder herauskommen? Riesig ist das Land, in dem sie sich befindet. Sie durchschaut es nicht. Wochenlang sind sie darin umhergefahren. Und überall sieht es ganz anders aus. An den Küsten und herum um den berühmten Wasserfall mit dem engelsgleichen Namen ist es angsteinflößend fruchtbar. Im Westen führt es einen dagegen steil bergauf, in karge Gegenden, über denen Adler kreisen. Dann die Hauptstadt. In den 70ern war es noch gelungen, architektonische Maßstäbe zu setzen. Jetzt aber reihen sich heruntergekommene Häuserschluchten aneinander. Dort hatte sie sich nach jedem dritten Schritt verstohlen umgesehen, war sich beobachtet und verfolgt vorgekommen und heilfroh, als sie die Stadt wieder verlassen hatten. Ihr Reiseführer hat keine Probleme dieser Art. Der ist keiner, der sich in eine ruhige Ecke zurückzieht, um dort ein Buch zu lesen. Nein, er ist immer auf der Überholspur und wenn sie einen Schritt vorangeht, um am Leben zu schnuppern, hat er sich bereits mitten hineingestürzt. Es kommt ihr vor, als sei das ganze Volk von dieser Holter-die-Polter-Mentalität befallen. Rau und herzlich sind die Begrüßungen, zackig und temperamentvoll die Gespräche. Wenn jemand lacht, dröhnt die Freude aus ihm heraus. Wo ein Radio zur Verfügung steht, sind dessen Lautsprecher bis zum Anschlag aufgedreht. Zuweilen fragt sie sich, ob der Äquator solch Rauditum fördert. Muss man sich auf diese Weise behaupten, wenn um einen herum das Leben explodiert? Sie selbst ist anders. Aufgewachsen in den gemäßigten Höhen des Aubrac, nahe des Mittelmeers, ist sie pittoreske Wanderwege, hartnäckige Winde und die berühmten Käsesorten ihrer französischen Heimat gewöhnt. Ein gesundes Mittelmaß eben. Sie mag Risiken, wenn sie kalkulierbar sind, freut sich, wenn ein Bus rechtzeitig kommt und weiß, dass die Situation in ihrem Land einigermaßen stabil bleiben wird, welche Partei auch immer das Sagen hat. Ihrer Freude und ihrem Schmerz fehlen die Extreme. Wenn sie froh ist, weiß sie im selben Moment, dass dieser Zustand nicht ewig dauern wird. Ist sie traurig, tröstet sie der Gedanke, dass es bald wieder bergauf gehen wird.
Die Menschen hier dagegen blenden das alles aus. Ihr Schmerz zieht sie in einen ausweglosen Abgrund. Ihre Freude ist ein gleißend helles Feuer. Sie verschmelzen voll und ganz mit dem Augenblick. Ist sie gehemmt und spießig? Soll sie sich schämen, weil sie sich nicht uneingeschränkt freut, seit sie es weiß? Müsste sie nicht Freudentänze aufführen und ihre Erleichterung hinaus in die Welt schreien? Nein, verdammt, sie ist eine Französin, an gebildetem Witz und subtilen Wortspielen interessiert, einem philosophischen Diskurs bei einem Glas guten Rotweins nicht abgeneigt. Und sie gehört nun einmal in die gemäßigten Breiten, dorthin, wo es Jahreszeiten gibt, eine verlässliche Abfolge von Ereignissen, überschaubare Gefühle und wo sich das Leben in wohltuend vorgezeichneten Bahnen abspielt, statt chaotisch durcheinander zu purzeln. Sie blickt ihren Freund an, der mit dem Wasser spielt. Er hält eine Angelschnur über den Bordrand, lacht auf, als diese zuckt und wieder kein Piranha am Haken ist. Er kichert wie ein Teenager, als ihr Reiseführer ihm kurz darauf aus Spaß mit dem Finger droht und mahnend auf seinen hungrigen Magen zeigt. Natürlich hätte sie es wissen müssen. Eigentlich hatte sie bereits, als sie ihn an der Universität kennenlernte, geahnt, dass er die Tropen lieben würde und sie nicht. Im Gegensatz zu ihr legt er sich in die hiesige Mentalität wie in eine Hängematte. Ein Austauschjahr hatte er erklärt, als sie auf dem Weg zum Hörsaal versehentlich in ihn gerannt war und dass Lyon so viel ruhiger und gelassener sei als Valencia. Aus seinem Akzent schien die Sonne und noch am selben Abend hatten sie sich in einer Bar verabredet. Sein Elan und seine nie versiegende Neugier faszinierten sie. 4 Monate später wurden sie ein Paar. Er hatte sie zu dieser Reise überredet. Es sei an der Zeit, dass sie mal richtig auflebe, hatte er behauptet, und dass er sie durch die Sümpfe dieses Landes führen werde. Immerhin spreche er die Landessprache, wenn man vom Lispeln absah. Falls ihr Freund Hintergedanken gehabt hatte, als er ihr diese Reise angetragen hatte, hatten sich seine Wünsche vollauf erfüllt. Es war wohl der Hitze geschuldet, der Aufregung und der übergroßen Freundlichkeit der Menschen, denen sie begegneten. Kaum waren sie angekommen, überkam sie eine Lust, ein Verlangen nach Körperlichkeit, wie sie es seit Jahren nicht mehr gespürt hatte. Er wusste, sie zu führen. Seine Berührungen kamen ihr zärtlicher, seine Bewegungen bestimmter vor als in Frankreich. Dann war ihre Regel ausgeblieben und sie ahnt, dass ihre Magenschmerzen nicht nur von den ungewohnten Teigtaschen herrühren. Doch wie soll sie es ihm sagen? Wäre es ein schlechtes Omen für sie beide, wenn sie den falschen Moment hierfür wählte? Woran aber soll sie den richtigen Moment erkennen? Sie dreht und wendet ihre Zweifel, und je länger sie sich mit ihnen beschäftigt, desto größer werden sie. Schon befindet sich ihr Boot auf dem Rückweg. Es muss ihr gelingen, die Europäerin in ihr zum Schweigen zu bringen. Einmal muss sie den Tropen gemäß handeln, mit vollem Herzen und ohne Gedanken an das, was danach kommt. Es muss hier sein, in diesem Boot, mit dem sie durch die Fülle gleiten, durch eine dermaßen gesteigerte Schönheit, dass es ihr in den Augen schmerzt und sie zuweilen auf den Boden des Holzbootes starren muss, um nicht verrückt zu werden. Es muss hier geschehen, inmitten dieses entfesselten Tanzes, dieser ungehemmten Lust, inmitten Dutzender, nein, Hunderter, nein, Tausender Tiere, mitten im Gewühl und Gewimmel, mitten im Leben selbst. Sie fasst sich ein Herz und richtet sich auf. Ja doch, hier würde sie es ihm sagen, in diesem Sumpf, dessen Namen das charakteristische Doppel-L trägt, das in diesem Land beinahe wie Tsch ausgesprochen wird. Er hatte sie ausgelacht, als sie den Akzent nachzuahmen versuchte. Und er würde außer sich sein vor Freude, das wusste sie. Ihr Reiseführer steht vornübergebeugt am Bug. Vor ihnen, in weiter Ferne noch, kommt der Ausgangspunkt ihres Ausflugs in Sicht. Ihr Freund lächelt ihr zu. Sie sieht ihm sehr ruhig in die Augen und versucht, so viel Bedeutung wie möglich in ihre Stimme zu legen. »Du«, beginnt sie, »ich möchte dir etwas sagen, das für uns beide sehr wichtig ist. Und ich will, dass du es hier erfährst.
nicht irgendwo sonst, sondern gerade hier in